Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt die Hassenburger XL in der Version 1.0 vom Modder C-Charter, großes X, kleines X, großes X an. Der Modder schreibt selbst Folgendes dazu: Willkommen auf der großen Hassenburger. Ja, hier findest du einen großen Hof und XXL-Felder mit interessantem Gelände. Die Karte ist fiktiv, hat Features, die Westeuropa und die USA verbinden, für Fans von Großgeräten. Ziel ist es hier, die Pflanzenproduktion im großen Maßstab. Es gibt auch eine große BGA. Die Karte hat eine extreme Landschaft. Die meisten Felder sind von 30 bis 80 Hektar groß. Sie müssen alle Felder kaufen. Da empfehlen wir Ihnen zusätzliches Geld. Auf dem Hof gibt es zusätzlich Platz, um Kauf von Gebäude zu personalisieren. Es wiegt wenig und hat gute Optimierungen, soweit keine FPS fallen. Die Map hat keine schwerwiegenden Fehler im Log. Log ist sauber, aber auch erste Version. Viel Spaß beim Spielen. Euer Tischader, großes X, kleines X, großes X. Ich glaube, es ist kein Deutscher, sondern es ist eher eine Übersetzung, weil die Karte wiegt wenig. Ist eher daran gelegen, die Karte ist nicht groß. Mit 150 MB relativ klein. Dafür, dass es eine XXL alles ist. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Ihr seht, wir haben insgesamt 10 Felder. Alle sind sie im Endeffekt rechteckig, also auch alle sehr helferfreundlich. Und so zwischen 30 und 80 Hektar groß, ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ich glaube, Feld 2 gehört da zur Kategorie 80 Hektar. Wir sind hier in unserer Main Station. Das war leider noch ein Zugriff darauf, dass es halt, wie gesagt, nicht deutsch ist, sondern eingedeutscht ist. Also unseren Hof. Da haben wir unseren Hof und dementsprechend auch noch eine Tankstelle dort, weil das ist hier, wenn man sich's mal anguckt, unsere Main Station und da spawnen wir in einen Schneidwerk mit drin, um genau zu sein, in diesem Schneidwerk. Normaler Speicherstand, ihr bekommt aber Fahrzeuge mit dazu, wie ihr seht, und das sind schon die Großen der Großen hier, ne, in Case Drescher, in John Deere Drescher, ist alles mit dabei. Ansonsten seht ihr hier auch noch normales zum Ansehen und zum Spritzen, obwohl ich mir beinahe denke, okay, das ist dann vielleicht schon wieder eine Kategorie zu klein gewählt. Dafür aber auch wieder größere Traktoren, mehrere Unterstellmöglichkeiten etc. etc. Hier hinten habt ihr noch Ami-LKWs mit Trailern. Aber im Endeffekt, wir switchen mal hier hoch. Das ist im Endeffekt unser Hof. Da ist sehr viel Platz, was eher auch noch damit hindeutet, dass wir dort auch stinknormal noch ein bisschen was platzieren können. So, da hatte ich erst gedacht, hier, das ist ein Silo. Kann unter anderem auch ein Silo sein, was auch nicht eingezeichnet ist, denn wir haben hier den Kornaufzug an der Stelle. Und das ist wie so mehr USA-typisch, halt extern alles ausgelagert. Also das Silo ein bisschen weiter weg vom Hof. Das wäre das dann hier. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen hier drüber fliegen, seht ihr schon, also hier ist unser Hof, da ist der Kornspeicher. Und das ist hier zum Beispiel schon mal ein Feld. Ja, das ist Feld Nummer 8. Und wenn ich mal noch weiter höher gehe, seht ihr ungefähr so die Ausmaße von diesem Feld, ne? Es ist, wie gesagt, rechteckig, hat aber trotzdem markante Höhenunterschiede drin, was man hier so unschwer erkennen kann. Hier geht es wieder nach unten, hier oben geht es wieder ein Stückchen nach oben, hat also schon unebenes Gelände mit drin. Windräder stehen überall drin, hier haben wir das nächste Feld, hier haben wir wieder ein Feld. Die Karte ist an sich gar nicht so groß, ne? Muss man halt auch sagen. Die Karte ist an sich gar nicht so groß, sie hat halt nur extrem große Felder. Und hier ist noch die BGA, die angesprochen worden ist. So extrem groß finde ich die jetzt nicht. Wir haben zwei Silos. Füllvolumen hat er leider nicht mit reingeschrieben. Deswegen da unbekannt. Ansonsten hier kann man dann Gärreste abholen, hier einfüllen. Das Standardprozedere, wie man es eben kennt. Hier steht noch was, wo man nicht so wirklich weiß, was es sein soll. Es steht halt erstmal rum. Vielleicht wurde da was vergessen. Ansonsten, wie gesagt, mehrere Windräder. Und hier endet dann der Feldweg auch. Aber hier ist dann auch noch Feld Nummer 1. Und Feld Nummer 1 ist auch in dem Zusammenhang das kleinste Feld, was auf der Map hier existiert. Sollte man vielleicht noch mit erwähnen. Und das ist in dem Fall eine Wiese. Tierzucht und Kuh ist hier standardgemäß gar nichts verbaut, das müsste man alles so platzieren. Aber ansonsten seht ihr hier, ja, sehr, 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 sehr große Felder. Das alles hier ist Feld 2. Ich versuche das mal von oben so ein bisschen einzufangen. Von da hinten bis hier, das ist alles Feld 2. Wenn ihr da 10 Drescher drauf habt, ich glaube, dann werdet ihr irgendwann mal auch fertig. Ansonsten wird's kritisch, ja, wird's wirklich kritisch. Ansonsten Felder über Felder.
beziehungsweise ein Feld nach dem anderen und in einer gigantischen Größe nach der anderen. Hier haben wir unter anderem noch ein Sägewerk mit dran verbaut. Das befindet sich oben rechts. Da haben wir die alte Speisekammer. Dann haben wir hier das Sägewerk und da haben wir hier noch den Holzverkauf. Inklusive haben wir dort hinten auch noch den Viehhändler. Ne? Hier ist der Holzverkauf und Viehhändler dann gleich mit dran. Beziehungsweise hier irgendwo im Gebäude. So wird es auf jeden Fall angedeutet. Aber wo genau, ist eine gute Frage, weil das hier ist einfach nur der Trigger zum Holzverkaufen. Und ins Gebäude rein kommt man nicht. Ne? Und hier hinten rum sehe ich auch nichts. Also entweder, sobald man einen Stall hat, ist er da oder er ist da noch fehlerhaft mit platziert. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Thema Abladestellen gibt es ein paar. Die alte Speisekammer, Kornaufzug, Mühle und Sägewerk. Obwohl hier der Kornaufzug in dem Sinne nicht als Silo, sondern als Verkaufsstelle dient, wie ihr seht. Und die Silos im Allgemeinen seht ihr hier. Silokapazität insgesamt, Strich, Strich. Silos extern, Strich, Strich. Das heißt, sind in der Regel keine Silos platziert. Ist jetzt so nämlich die ganz große Frage, denn wenn wir jetzt einfach mal so ein Silo platzieren und wir platzieren jetzt mal so ein Big Silo an unseren Haupthof mit hin, dann müsste sich ja theoretisch, aber auch nur theoretisch, etwas in der Richtung tun, weil das hier ist kein Silo. Jedenfalls gibt es dafür keine Andeutung und ich finde es auch gerade auch wieder richtig gut, dass hier uns das Land noch nicht gehört. Vor 414.000 könnte man ja fast sagen, es ist ein Schnäpperle. Ist es aber eigentlich auch nicht, wenn man es genau nimmt. So, wenn wir jetzt hier ein Silo platzieren. Bam. Aber was auch immer nicht ist, kollidiert mit anderen Objekten. Naja, eigentlich nicht. Dann gucken wir mal, geht das hier hin? Naja, der will ja wirklich nicht hin. So, platzieren wir den ganzen Spaß. Wenn wir jetzt sehen, jetzt haben wir 100.000 Liter. Also, Silos müsst ihr selber platzieren, weil das wäre ein Silo. Das ist zwar ein angedeutetes Silo, aber irgendwie dementsprechend auch nicht, weil nicht markiert. Und das hier hinten, wo man sagen könnte, okay, externe Silos, das ist eine Verkaufsstelle. Die ist hier mit drin, seht ihr auch die Preise. Ansonsten gibt es natürlich noch die BGA, die läuft dann in den üblichen Einkehrungen, ne? Ist ja ganz klar. Dann haben wir noch die Mühle und dann haben wir das Sägewerk. Und das war's dann aber auch schon, was die Verkaufsstellen hier mit angeht. Hier ist die Mühle, können wir uns natürlich auch noch anschauen. Ba-bam. Die einfache Mühle, wie man sich es eben vorstellt. Ansonsten kein KI-Verkehr, keine wirklich richtigen Straßen, alles nur solche Art Feldwege hier, außer jetzt natürlich weiter oben. Da hat man, wenn man das so mehr oder weniger Straßen nennen kann, aber das ist eher alles so auf den Feldwegen hier so alleemäßig platziert. Reicht auch, ist vollkommen in Ordnung. Die Teile verstehe ich jetzt zwar teilweise nicht, aber weil das ist nicht irgendwie Straßentextur oder nicht. Eigenartig. Aber ja, für die, die sagen, ja gut, ich will einfach nur fahren und Masse. Ich glaube, da ist das hier schon, kann schon eine interessante Karte sein. Wie gesagt, mit ca. 150 MB ist das nicht zu groß und läuft auch performance-technisch 1A. Ihr seht hier, wir haben auch keine Fehler im Log, außer der HTTP-Error, das kommt vom Spiel. Ja, ein paar Verkaufsstellen habt ihr. Wer simpel auf Masse gehen will, ich denke mal, für den ist die Karte da das Richtige. Aber für die, die auch ein bisschen, sagen wir mal, Herausforderungen haben wollen, vielleicht eher weniger. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ganz simpel. Ja, damit sollte es soweit erstmal vorbei sein. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Und beziehungsweise auf unserer Homepage cornhub.army. Das sollte man da an der Stelle nochmal dazu sagen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann... Ach, Moment. Weil viele immer fragen, weil ich das auch in den Kommentaren gelesen hatte, ja, wo kann man sich denn das downloaden? Also, ich dachte immer, gut, das ist so Trollerei oder wirklich komplette Verplantheit. Aber das kommt in letzter Zeit sehr häufig vor. Ihr klickt auf die Videobeschreibung. Ne, öffnen und dann hier geht's zum Mod, da klickt ihr drauf, da kommt ihr auf unsere Homepage, da habt ihr die Bewertung und da habt ihr unten Download-Ort anzeigen, zack, dann öffnet sich da nochmal so ein neues Ding unten drunter und da steht Download-Link hier klicken.
Na, wenn ihr da drüber fahrt, kommt dann dieser Klickmauszeiger. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr auf die Seite, wo dieser Mod gehostet ist. Eine ganz simple Sache. Also wirklich eine ganz simple Sache. So, aber jetzt, meine Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.